Ein sonniger Morgen beginnt am Hotel Estrel in Berlin. Einige Kollegen sind schon hier. Einige Kollegen sind schon in der Früh auf ihre Erkundungsfahrt gegangen. Wunderschöner Tag von unseren Reisegästen, die wir nicht haben dürfen, die Hauptstadt Berlin zeigen zu können. Aber heute stehen wir hier und kämpfen für unser aller Überleben mit Hand vor Hoch. Wir hupen für unsere Hoffnung, dass wir bald wieder frei durch Europa reisen können, ohne Einschränkungen, mit voll besetzten Omnibussen. Ein bisschen der Leipziger Platz. Das ist ja auch
einzigartig in Berlin, dass zwei Plätze unmittelbar nebeneinander liegen, hier der Festkammerplatz und rechts neben und der Leipzigerplatz. Rechts vor uns das Brandenburger Tor und das Reichsratsgebäude der Deutschen Abgeordneten. Hier die Straße des 17. Juni und ich sehe es schon, Sie sehen sie auch gleich, die Dorfelster. Überleben, weil ein Rabbins an.
So, das Brandenburger Tor vor uns. Wir blicken zum Roten Rathaus Richtung unseren Linden. Ich bin da mit dem Bus noch durchgefahren, aber heute stehen da leider die Poller und das ist ja seit vielen Jahren nicht mehr möglich. Wir rollen in Richtung Bundesrat-Reichstagsgebäude, damit wir Ihnen die auch mal zeigen können, die Perspektiven. Und dann auf der linken Seite die Waschmaschine, das Kanzleramt und auf der rechten Seite vor uns das Reichstagsgebäude. Leider können wir nicht direkt ranfahren, da die Straße vor dem Kanzleramt gesperrt ist. Da finden irgendwelche Baumaßnahmen statt. Und ich denke mal, wir haben jetzt eine kleine Schleife ziehen. Vor Stahlgesinkur durch die Mitte von Berlin, durch das Regierungsviertel der Stadt Berlin und unseren Landes. So, meine Damen und Herren, am 17. Juni haben wir gesehen, haben wir keine Fahrzeuge mehr bekommen. Deshalb